und willkommen zur zweiten Folge von The Cave. Dieses Mal mit Gamepad, also wundert euch nicht, falls ich mich ein paar Mal verklicken werde. Die Steuerung habe ich noch nicht so richtig drin. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir machen gleich mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Wenn denn jetzt, wer weiß, wo wir aufgehört haben. Okay, das war der falsche Knopf. Damit springe ich. Nein. Ach, da kann ich nichts machen. Okay. Gut, gucken wir doch mal. Hatte ich da nicht noch was? Ich habe ein Würstchen. Das nehme ich damit schon mal auf. Okay, vielleicht kann ich das da oben irgendwie verwenden. Wäre ganz cool, wenn ich das an den Kran hängen könnte. Und damit das Viech anlocken. Nein, damit droppe ich es nur. Nein, falsche Taste. Okay. Gucken wir doch mal. Das nehmen wir aber mit. Go, go. Ja. Ich habe absolut keine Ahnung, wie es weitergehen soll, ehrlich gesagt. Also wirklich null. Falsche Taste. Mist. Das beginnt ja gut. Zack, zack, zack. Obwohl. Nein. Puh. So, nehmen wir doch jetzt mal die. Ah, so. Zeitreisende. Zack, zack, zack. Ich damit jetzt die Sicherung aufnehmen. Nein. Gut. Boah, okay, noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wundert euch nicht. Damit teleporte ich mich, oder wie? Da kann ich aber nicht durch. Falsche Taste. Was kriege ich da eigentlich raus? Eine Coke. Okay. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das. Obwohl, was haben wir denn hier? Da kann ich nichts machen. Ups. So, wenn wir die Sicherung hier wieder mitnehmen. Gucken wir doch mal, ob ich die nicht da hinten einfügen kann oder so. Zack und zack und zack. Zack. Ich sollte mir die Steuerung vielleicht gleich mal mit umstellen, beziehungsweise zur nächsten Aufnahme zumindest. Irgendwo noch ein Würstchen rumfliegen. Die Zwillinge haben noch eins. Zack. Okay. Ich habe es. Way. Musst du auch erstmal drauf kommen. So. Zack. Zu zweit wäre das jetzt wahrscheinlich einfacher. Aber wir werden das jetzt vorerst alleine fortsetzen. Vielleicht wird sich das noch ändern. Das weiß ich noch nicht. Das mal so. Wenn ich hier unten jetzt die Glocke läute. So. Wenn ich jetzt den Hebel auslöse. Bingo! Na, Ast rein. Dann nehmen wir doch mal die Zwillinge. Und weiter geht's. Nein. Ah, da. Ein Hillbilly wächst heran. Ach ja, wie schön. Whoop. Ach, ich muss hier sogar runter. Okay. Gut, das wäre jetzt sonst peinlich geworden. Eine Flamme? Mitnehmen. Hey. Nein? Okay. Okay. Gehen wir hier mal runter. Zack und zack.
Okay, ich muss die Flamme erwaschen. Ah. So geht es ja nun mal schneller, wa? Zack. Ups. Okay. Ja, weiter geht's. Muss ich die anderen jetzt eigentlich hinterherholen? Ach nee, die kommen. Gut. So. Was haben wir hier Schönes? Ein Juwelenschädel. Meins. So, gucken wir doch mal. Wenn wir jetzt hochgehen, was haben wir da Schönes? Da haben wir ein Kontrollfeld. Okay, dann switchen wir doch mal gerade zur Zeitreisenden. Zack. Okay. Okay, ich nehme mal an, wir müssen hier runter, hoch. Also gehe ich nochmal eben kurz mit dem Hillbilly nach unten, gucken, was wir da haben. Nichts. Oh. Doch. Verfluchte Gitarre. Ja. Rock and Roll. Wusch und hüpf. Hüpf und hopp. So. Hätten wir das auch. Dann wieder zu den Zwillingen. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Aufzugsknopf. Ups. Nein! Nein! Puh. Gut. Ich denke mal, jetzt muss ich hier auch nochmal. Also, Hillbilly, opfere dich. Ah. Ich möchte aber gerne die weiter nutzen. Ja. Okay. Das bringt's jetzt sehr voll. Gut. Schauen wir doch mal, was uns hier erwartet.